Wissen Sie eigentlich, dass Bayerisch Eisenstein mitten im Herzen Europas liegt? Nur ein Steinwurf von hier liegt Böhmisch Eisenstein, Celešná Ruda. Bis 1990 verlief hier an der Grenze zu Tschechien der Eiserne Vorhang. Gerade mit dem Fall der Mauer und der EU-Osterweiterung im Jahre 2004 erwachte Bayerisch Eisenstein zu neuem Leben. Die Grenzregion wurde zum Mittelpunkt Europas. Bayerisch und Böhmisch Eisenstein wachsen seitdem wieder zusammen. Der Grenzstein am Grenzbahnhof erinnert auch heute noch an frühere Zeiten. Überhaupt ist der Grenzbahnhof in Bayerisch Eisenstein etwas ganz Besonderes. Denn die Grenze zu Tschechien verläuft auch heute noch mitten durch das Bahnhofsgebäude. Damit ist der Grenzbahnhof von Bayerisch Eisenstein bis heute der einzig geteilte Bahnhof Europas. Im angrenzenden Lokalbahnmuseum wird die Geschichte wieder lebendig. Alte Dampfloks erinnern an glorreiche Zeiten, den Bau der Eisenbahnlinie von Deggendorf nach Pilsen und die Errichtung des Grenzbahnhofes im Jahre 1877. Eine Fahrt mit der Dampflok ins benachbarte Böhmen gilt auch heute noch als Erlebnis. Ein kurzer Sprung über die Grenze und schon bewegt man sich im Nationalpark Šumava, zu Deutsch das Rauschen der Wälder. Gemeinsam mit dem Nationalpark Bayerischer Wald bildet der Nationalpark Šumava das größte zusammenhängende Waldgebiet Mitteleuropas. Oft auch als das grüne Dach Europas bezeichnet. Bei einem Aufenthalt in der Arbergemeinde bietet sich ein kurzer Abstecher ins benachbarte Celešná Ruda, nach Krumau oder sogar in die tschechische Weltmetropole Prag an. Ein Tagesausflug, den Sie mit Sicherheit so schnell nicht vergessen werden.